Warum du als Fotograf oder Filmemacher untergehen wirst, wenn du zu niedrige Preise verwendest und das langfristig. Natürlich, wenn du Anfänger bist, Beginner bist, hey, jeder fängt mal klein an, man macht vielleicht auch erstmal ein TFP-Shooting, dann macht man kleine Preise, dann wächst man, das ist vollkommen normal. Aber ich habe so viele Fotografen gesehen und auch so viele Leute, die zu mir in meine Beratung kommen, die sind von der Qualität her atemberaubend, also wirklich richtig, richtig gut. Könnte man in Fachmagazinen, könnte man in Fernsehspot ausstrahlen. Keiner würde sehen, dass das nicht ein Profi ist, beziehungsweise das ist Profi-Qualität. Und dennoch machen dann trotzdem welche, die das für einen Apfel und ein Ei verkaufen. Und ich gebe dir jetzt einfach mal mit, warum du das nicht machen solltest und natürlich auch, wie du es besser machen solltest. Und zwar Punkt Nummer 1 natürlich, wenn ich immer unter Wert verkaufst, ja, dann bist du natürlich zum einen keine Wertschätzung deiner Arbeit gegenüber. Du musst immer einfach mal im Klaren sein, wie lange lernst du das schon? Ja, seit wann hast du dich schon mit der Fotografie auseinandergesetzt? Wie viel hast du schon in Equipment ausgegeben? Manche haben teilweise 10.000, 20.000, 30.000 und mehr schon in Equipment und Fortbildung ausgegeben. Und dann kannst du kein Porträtshooting für 150 Euro annehmen oder so. Das geht einfach nicht. Nächster Punkt ist, wenn du dann dementsprechend dann immer solche günstigen Preise anbietest, was passiert denn dann? Du wirst Leute anziehen, die dementsprechend nur günstig haben wollen. Und das sind auch nicht die besten Kunden, ja? Die wollen nochmal was obendrauf haben. Die sagen, das war schlecht, das musst du bitte nochmal machen. Bitte im Bestfall sogar noch neue Fotos extra dazu. Und davon wirst du einfach sowas von genervt sein und diese Wertschätzung, die du nicht bekommst, wird dich runterziehen. Ja, das heißt, du wirst negative Verbindungen mit deiner Leidenschaft, mit deiner Fotografie oder Filmemacherei dann in Verbindung bringen und das macht dir den Spaß dann dementsprechend dort auch noch kaputt. Nächster Punkt ist auch nochmal, dass diese Leute, die ich auch noch dann weiterempfehlen werden, weil viele kennen das ja nur, diese Weiterempfehlung bei Fotografen, Filmemachern. Und was für Leute kennen sie? Mit was für Leuten umgibt man sich? Mit Leuten, die so ähnlich sind wie man selbst. So, das heißt, diese Leute werden dich weiterempfehlen und die Leute sind natürlich genauso drauf. Ja, nochmal bearbeiten, nochmal günstiger und nochmal keine Wertschätzung. Deswegen solltest du das nicht machen. Mach dann lieber, was weiß ich, nur einen tollen Auftrag in der Woche, wo du richtig gut bezahlt wirst, anstatt dass du 5 Aufträge die Woche machst, wo du nur Stress mit hast und eigentlich nur Kopfschmerzen. Das macht keinen Sinn. Natürlich gehört dazu auch eine gewisse Selbstreflexion. Natürlich im Bestfall, wenn du jemanden hast, der dich dabei berät und sagt, hey, diesen Preis kannst du dafür absetzen. Weil natürlich, wenn du jetzt, sag ich mal, auch noch nicht diese Qualität bietest, macht natürlich auch keinen Sinn, immense Summen dafür zu verlangen. Ich gebe dir einfach mal ein paar Richtwerte. Das sind, wie gesagt, Richtwerte. Das richtet sich nach der Qualität. Das richtet sich nach der Region, wo du bist. Weil du natürlich auf dem Dorf andere Preise nehmen kannst, wie zum Beispiel in einer Großstadt wie Berlin, München und so weiter und so fort. So, nächster Punkt. Preise zum Beispiel im Porträt-Shooting-Bereich. Oder ich sag mal alles, was so kleinere Shootings sind, Familien-Shootings, Pärchen-Shootings, Hundeshootings, Babywalk-Shootings und sowas. Also absolut geht nicht, auch selbst wenn du Anfänger bist, irgendwas unter 100 Euro, ja? Wie gesagt, wenn es dann deine ersten Shootings sind und die Qualität noch nicht da ist, klar, dann kann man das machen. Aber wenn du schon eine gewisse Qualität lieferst und das sieht auch gut aus, unter 100 Euro, das lohnt sich doch nicht. Ja? Selbst nicht 150 Euro. Wenn du eine Vorbereitung hast von vielleicht eine halbe Stunde Gespräch und Sachen packen und sowas, eine Stunde Shooting, wo die meisten also schon so eineinhalb Shooting oder sowas machen und dann Bildbearbeitung, jeder bearbeitet seine Bilder auch, aber man rechnet immer so, Pi mal Daumen 100% des Shootings, das heißt, wenn man 1,5 Stunden Shooting hatte, nochmal 1,5 Stunden Bildbearbeitung hinten dran. Das sind dann schon mal 3 Stunden, mit der Vorbereitung 3,5 Stunden. So, und dann rechnen die mal aus, was du für 3,5 Stunden für 150 Euro dann am Ende da raus hast. Wenn du auch dementsprechend auch nochmal die ganzen Abzüge, Steuer und sowas, wo wir gar nicht erst anfangen, da hast du am Ende nichts bei gewonnen. Und ich sag mal, ganze Beginner, ja, auch im Porträt-Shooting-Bereich, mal mindestens 200, wenn nicht eher aufwärts. Ein normales Porträt-Shooting mit 3 oder 5 bearbeiteten Bilder kriegt man schon sehr gut für 350 Euro. Das ist Endverbraucherbereich. Im Business-Kundenbereich kriegst du sogar noch mehr dafür. Ja, das erstmal ist sogar ganz unten angesiedelt. Wenn du im Hochzeitsbereich bist, sowas im Bereich als Anfänger für eine Ganztagsreportage, 8 Stunden, 1500 Euro, wenn du totaler Beginner bist. Ja, es gibt da bei uns schon Leute, die man nehmen dafür 3.500, 4.000 aufwärts.
Ja, und das ist natürlich dann aber auch, wenn du dann dementsprechend die Qualität hast. Nagel mich jetzt bitte nicht auf diese Preise fest, weil es geht, wie gesagt, zu sehen, hey, wo kommt der her, wie ist die Qualität und so weiter und so fort. Ich will dir einfach nur mal so Denkanstöße geben, dass du checkst, okay, ich kann keine Shooting für 50 Euro, 80 Euro, 150 Euro anbieten. Das macht keinen Sinn. Ja, dann nimm lieber angemessene Preise, damit stabilisierst du auch den Markt ein bisschen, als wenn da jeder, keine Ahnung, die beste Qualität für Fachmagazine eigentlich raushaut und das für 80 Euro. Also das macht ja gar keinen Sinn. Und gleichzeitig wirst du halt dementsprechend die Leute anziehen, die auch diesen Wert sehen, ja. Weil wenn ich etwas kaufe und der Preis ist zu niedrig, dann frage ich mich natürlich auch, ist das jetzt denn wert? Also wir verbinden mit dem Preis ja auch einen gewissen Wert. Und du willst ja auch deine Leistung nicht unter Wert verkaufen. Du willst nicht den Leuten das Gefühl geben, deine Leistung ist nichts wert. Und wenn du halt irgendwie 5 Stunden arbeitest, 3,5 Stunden arbeitest, und das für 80 Euro oder 90 Euro, dann ist das nichts, leider. Und du musst dort dementsprechend deine Preise verteidigen, du musst höhere Preise nehmen, wenn du dementsprechend schon auf dem Level bist, um nicht in diese Abwärtsspirale zu gehen. Weil selbst wenn du sehr, sehr günstige Preise anbietest, mal angenommen, keine Ahnung, Portrait-Shooting 80 Euro, was ja schon totaler Humbug wäre, aber mal angenommen, du würdest das so machen. Wird es trotzdem Leute geben, die sagen, das ist zu teuer? Es wird trotzdem Leute sagen, kannst du nicht günstiger machen? Es wird trotzdem Leute geben, die sagen, ja, hätte ich mir eigentlich mehr erhofft, vielleicht noch 2, 3 Bilder oben drauf, weil diese Leute im günstigen Segment, die sind so drauf. Und jetzt hast du schon so eine gute Dienstleistung, jetzt hast du schon so eine gute Arbeit, die du eigentlich für 350 Euro oder mehr verkaufen kannst, verkaufst die schon so unter Wert und kriegst dann noch ein auf den Deckel. So was passiert jetzt? Das passiert 1, 2, 3 Mal und du denkst dir, du bist zu teuer. Ja, weil die Leute sagen das ja. Weil du dich in diesem ganz niedrigen Segment halt bewegst, wo die Leute halt so drauf sind. Was tust du? Du wirst noch günstiger. Ja, du wirst anstatt 80 Euro, nimmst du nochmal 60. Dann wirst du noch günstiger. Irgendwann bricht das halt komplett auf und du hörst auch mit der Fotografie auf, weil du irgendwann denkst, hat alles keinen Sinn. Ja, und dafür will ich dich bewahren. Nimm angemessene Preise. Was dann auch passieren wird, ist, diese Leute, die dann auch deine angemessenen Preise bezahlen, die werden dich ja später weiterempfehlen. Na, das ist ja das Wichtige, dass die Leute, die dich wertschätzen, die auch den angemessenen Preis bezahlen, die werden dich dann weiterempfehlen. Und die Leute, die in deren Umgebung und Freundeskreis sind, die sind ja auch so drauf wie die. Ja? Das heißt, die bezahlen auch wieder den Preis, die sind bereit, diesen Preis zu bezahlen. Und da gibt es auch mehr Wertschätzung. Leute, die halt nicht so Pfennigfuchser unterwegs sind und auf den letzten Cent gucken und dann immer nur das nochmal bitte neu und das nochmal bearbeiten, mit dem willst du gar nicht was zu tun haben. Und die anderen dementsprechend sind dann, wenn sie halt auch bereit sind, diesen Preis zu bezahlen, die sind auch so hier, ist das Geld schon überwiesen, ich freue mich auf das Shooting, vielleicht kennst du es schon, die Leute sind auch einfach entspannter bei der Arbeit. Falls du da noch unsicher bist, ich habe dir dementsprechend verlinke ich dir hier mal ein Video, da geht es zu unserem Preisgestaltungskurs, da gehen wir viel tiefer nochmal ins Detail, dass du einfach mal für dich abschätzen kannst, okay, was für einen Preis solltest du nehmen und wie kannst du den errechnen? Da gibt es extra so einen Preiskalkulator, wo es dann errechnet wird mit Vorbereitung, Shooting, Nachbearbeitung. Ganz easy, einfach nur eingeben und du weißt, was du nehmen sollst für einen Preis. Wenn du natürlich als Fotograf oder Filmmacher schnell vorankommen willst, auch die richtigen Kunden und alles aufgebaut haben möchtest, so schnell wie möglich, dann trage dich gerne ein für ein kostenloses Erstgespräch bei uns. Wir zeigen dir sehr gerne unter www.edmundsrietze.de. Freuen uns sehr, von dir zu hören. Bis dann.